was in dieser Folge passieren wird. Die beiden in die Quere. Ich bleibe ein bisschen dahinter, weil ich mir denke, vielleicht. Jo. Leclerc hier sehr früh Aber jetzt hier gibt es wieder DRS und da können wir ja einfach vorbeigehen. Wir sind auch vor. Und let's go. Restart. Wir kommen besser weg als Charles Leclerc. Der hält hier außen noch einmal drauf. Und damit ein herzliches Willkommen hier aus China. Das Comeback der Strecke ist perfekt. In unserer dritten Season fahren wir also eine weitere neue Strecke. Hier zum großen Preis von China werde ich wie immer alles geben. Und das Rennen, das bringt auf jeden Fall jede Menge Überraschungen. 5,4 Kilometer, 16 Kurven, 2 DRS-Zonen. Das ist wirklich eine Strecke mit einer ewig langen Geraden. Dort, wo wir teilweise aufgefressen werden können. Aber ich bin guter Dinge. Ich hoffe natürlich, dass wir ein gutes Qualifying-Ergebnis bekommen. Und das sind wir nun auch. Hier haben wir nun Let's Go. Das ist unverkennbare Dach. Geht's durch auf Start und Ziel. Und dann geht's in die Schneckenkurve 1. Unsere erste Runde hat uns auf den 6. Platz vorgebracht. Aber natürlich bedeutet das auch, dass wir noch ein bisschen pushen müssen. Weil auch unser Teamkollege Lando Norris unnormal gut auf dieser Strecke ist. Obwohl man ja schon 3 Jahre hier nicht war. Fühle ich die Strecke immer noch richtig. 76.000 Purple im ersten Sektor, doch meine Schwächen liegen ein bisschen im Mittelsektor. Diese wendigen, schnellen Kurven, da ist mein Auto, ja, für das ist einfach mein Auto nicht ganz gemacht. Jetzt hier durch die schnellen Kurven durch und genau diese Kurve und die nächsten 2 Linkskurven, da verliere ich wirklich unnormal viel Zeit. Die war eigentlich eh in Ordnung, doch der Exit hier war wie immer grausig. Es ist eine Verbesserung, aber wir sind nur noch 15.000stel schneller als der gute Carlos Sainz. Jetzt die letzte, ja, für mich eigentlich richtige Kurve hier, was dann auf die lange Geraden geht. Vollgas geht diese unendlich wirkend lange Rechtskurve. Und jetzt geht's auf die lange Geraden. Mal gucken, welchen Topspeed werden wir hier zusammenbekommen, während wir nur 2 Zehntel im Delta haben. Und es sind tatsächlich 348 km/h. Das ist wirklich eine Menge. Gut auch den Anker geworfen, nur nicht zu spät hier, der Exit war gut, da konnten wir noch ein paar Tausendstel finden und die letzte Kurve muss sitzen. So, zack, hier normalerweise mit, boah, das wäre ganz knapp, da finden wir noch ein paar Tausendstel. Und wo wir jetzt, wenn wir landen, gucken wir uns das Ganze mal. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole und daneben steht Charles Leclerc. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Der Wissenschaftler, Hamilton, Sainz, Perez, Gasly, Oscar Piastri, Verstappen, Tsunoda, Joe, Norris, Stroll, Albon, Ocon, Bottas, Doohan, Hülkenberg, Magnussen, Sargent, De Vries und Liam Lawson. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Startaufstellung und das auf den 3. Platz. Es hat tatsächlich gereicht für eine wirklich tolle Leistung. Wir kommen besser als Charles Leclerc weg. Nur die Endbeschleunigung ist dann doch bei Monegassen ein bisschen schneller. Jetzt kommen sich die beiden in die Quere. Ich bleibe ein bisschen dahinter, weil ich mir denke, vielleicht. Jo. Leclerc hier sehr früh gebremst und ja. Ich bekomme die Verwarnung. Ich konnte einfach wirklich nicht mehr ausweichen. Es war eine wirklich enge erste Kurve. Und ja, Leclerc ist so. Ist vor das Auto gezogen und in dem Moment hat er nur noch angefangen zu bremsen. Es war fast sogar für Russell unmöglich, den hier nicht irgendwie drauf zu fahren. Doch wir bleiben hier mal auf den 2. Platz. Das ist eigentlich jetzt ziemlich ein gutes Ergebnis aktuell. Aber natürlich will ich ganz groß raus. Wir wollen endlich den ersten Sieg in dieser Season. Und das wird wirklich, ja. Vielleicht könnte es heute reichen, aber da müsste die Pace noch ein bisschen mehr stimmen und wir sollten es auch schaffen, im DS-Fenster zu bleiben, sonst haben wir wirklich gar keine Chance. Auf dieser Strecke nur annähernd an, ja, da bin ich komplett falsch eingelenkt und ja, da waren wir direkt auf den Gras. Der Druck von hinten ist wirklich enorm mit Russell, Hamilton, Checo, auch Max ist ein bisschen weiter hinten, der zweite Ferrari ist hinten. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Norris nicht so stark hier reingestartet. Das war, ja, ich habe mir da ein bisschen mehr von ihm erwartet. Und da schießt Russell an uns vorbei. Doch wir können in der Haarnadelkurve nochmal außen an ihm vorbeigehen. Jetzt, glaube ich, funktioniert es dabei eh nicht. Da wir sind jetzt schon aus dem DS-Fenster draußen. Was natürlich wirklich die totale Katastrophe, gibt es die Verwarnung.
was natürlich wirklich die totale Katastrophe ist aus dem DS-Fenster draußen. Im ersten Sektor sind wir wirklich sehr, sehr stark. Also da können wir wirklich gut mithalten mit der KI, die by the way hier auf 95 ist. Aber gerade so im Mittelsektor und auch aus dieser Schneckenkurve raus, also aus der schnellen Schneckenkurve raus, bevor man dann am Start und auf diese langen Geraden fährt, da ist es dann wirklich sehr schwierig. Jetzt immerhin mal 2 Zehntel gegen Leclerc gefunden, das ist wichtig. Jetzt auch wenig Fehler machen, dranbleiben und hoffen natürlich, dass sich das ausgeht bis Runde 3, dass wir dann auf der langen Geraden DRS bekommen. Also über eine Runde sollten wir noch im Sekundenfenster drin bleiben. Dann ist unser Job schon mal wesentlich einfacher. Und ja, das Ganze, boah, das ist so ein mega starkes Rennen. Denn gegen Leclerc, der ist gerade hier im Spiel unfassbar gut. Der ist wirklich fast unschlagbar. Generell, also die beiden Red Bull, die beiden Ferrari, das ist wirklich eine Sache, da musst du wirklich konstant bleiben. Jetzt sind wir auf 1,1 Sekunden abgerutscht. Jetzt muss ich ein bisschen anziehen, vielleicht hilft dieser, wenn auch sehr weit auseinander, Windschatten, und der hilft tatsächlich ein bisschen. Aber jetzt mal kurz die Start-Replay. Der dritte Platz, muss ich echt sagen, ist auch ein sehr tolles Ergebnis. Also mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Zack, drüber und dritter Platz dann. Hier hätte ich mich vielleicht ein bisschen besser positionieren sollen können, aber ohnehin war das ziemlich schwierig, weil die beiden da vorne wirklich so intens ineinander waren und ja, da konnte ich jetzt auch ehrlich gesagt irgendwie nicht reinhalten oder so. Natürlich war die Berührung unnötig mit Russell, aber wie gesagt, es ist wirklich so schnell gegangen, dass der da abgebremst hat. Also das ist kaum möglich gewesen. Hier waren wir, da wollte ich wirklich nochmal alles rausholen, aber das war dann, ja, da war ich viel zu spät auf der Bremse, also das war wirklich kacke. Runde Nummer 4 und was für eine Überraschung, wir sind aus dem DS-Fenster rausgefallen und ein George Russell jagt uns hier bis zum geht nicht mehr. Ich muss es irgendwie schaffen, ins DS-Fenster zu kommen, aber die Reifen, war gar nicht gut hier, nur nicht asozial zurückkommen und ja, das, gut, ich war ja schon wieder auf der Strecke, wie er angeschossen gekommen ist. Also ich muss mir da irgendwas einfallen lassen, sonst wird das richtig problematisch werden. 1,9 Sekunden, also ich denke mal, dass der Zug gegen Leclerc abgefahren ist und wir uns jetzt wirklich gegen Russell unnormal hier verteidigen müssen, um da überhaupt noch was irgendwie mitzunehmen. Das ist aber, ja, war mir ehrlich gesagt eh klar, dass wir gegen Leclerc kaum Chance haben werden, wenn es das DRS gibt. Jetzt beim Rausbeschleunigen, da können wir immerhin ein bisschen Zeit gut machen, aber da kommt halt auch Russell übelst dann geschossen. Einmal habe ich die gewendet und da ist Russell dann direkt vorbei. Rechts kommt dann auch Lewis Hamilton und jetzt wird es dann ganz eng hier, aber es hat noch immer noch gereicht. Wir sind in Runde Nummer 5, gleiche Kurve wieder. Russell ist noch näher dran, Leclerc ist ja schon auf und davon, 3,3 Sekunden, der kann sich da richtig gut absetzen. Also das ist unmöglich, den noch irgendwie aufzuhalten. Doch der Exit war okay. Es sind wieder um die 3 Zehntel. Und diesmal schaut es auch so aus, als ob wir das Ganze länger halten könnten. Da schlupfe ich wieder raus. Und diesmal, ja, reicht's. Da können wir innen in der Spitzkehre wieder vorbeigehen. Also wenn das jetzt wirklich jede Runde so geht, dann wird das irgendwann dazu führen, dass Russell aus der Situation lernt und ja, das dann einen komplett anderen Moment oder einen komplett anderen Ecke probiert. Jetzt ist er hier auch gut rausgekommen. Gibt es hier auch DRS? Und da konnte ich nicht mehr abdecken. George Russell jetzt hier nebeneinander. Geht es in Turn 1 rein? Das ist gerade noch so gut gegangen. Aber da zuckt er schon wieder seine Nase raus. Und da müssen wir jetzt aber auch vorbei wieder. Gut, dass das eine Linkskurve war. Aber auch hier beim Rausbeschleunigen musste ich halt wirklich weit gehen. Weil ich gerade nicht den richtigen Winkel hatte. Eben weil ich auch ihn abdecken musste. Ja, dieser Fight kostet natürlich unnormal viel Zeit. Es sind jetzt schon knappe 4 Sekunden auf Leclerc. Und boah, das werden wir nicht mehr einholen können. Ich hoffe, ehrlich gesagt, ja, hier sind wir nun. Runde Nummer 8. Und es ist allmählich so, als ob wir... okay. Ja, die Reifen gehen einfach gar nicht mehr. Ich wollte hier normal einlenken und der lenkt gar nicht mehr an. Wir gehen in die Box rein. Wir machen da irgendwie was anderes von der Strategie hier an der Cut. Irgendwie was, das ist unmöglich mit diesen Reifen noch weiter zu fahren. Ich weiß nicht, was die KI vorhat, aber 8 Runden mit diesem Satz und die sind durch. Wie findet ihr übrigens mein neues Design? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wir gehen hier mal rein. Hoffentlich wird das alles gut gehen. Früher in die Box kommen hat eigentlich immer gut geholfen. Und
natürlich sich mal vorerst den Platz zu sichern. Bitterbox, sehr gut, das Top 2,3 Sekunden. Doch, ja, das wird halt trotzdem nochmal ein enges Höschen. Während wir hier, ja, auf den letzten Platz rauskommen, was ehrlich gesagt keine Überraschung ist jetzt mal. Das ist natürlich eher suboptimal, wenn du da Lawson und Sargent direkt hintereinander hast und die fighten dann auch nicht miteinander. Hier haben wir jetzt mal Sargent, da gehen wir eine andere Linie, aber das DS nehme ich schon mit. Und dennoch kommen wir hier besser raus, ist ja auch klar, unsere Reifen sind viel besser. Vermutlich auch das Auto um die Ecke besser. Und jetzt saugen wir uns hier schon mal ein bisschen an Liam Lawson dran, nur so ein ganzes bisschen. Und der Windschatten ist wirklich sehr strong. Da kommen wir wieder gut dran. Die ersten sind in der Boxen Ferrari und Red Bull. Der Teamkollege, glaube ich, ist nicht mitgegangen, oder? Ich glaube aber, er ist auch der zweite rote Punkt auf der Minimap. Das ist wirklich schwierig zu sagen. Lawson bleibt draußen. Das reimt sich und ist leider auch wahr. Aber jetzt hier gibt es wieder DRS und da können wir ja einfach vorbeigehen. Wir sind auch vor Russell rausgekommen. Das wirklich mit einem riesen Vorsprung jetzt. Also das sind fast 3 Sekunden. Das ist okay, das ist wirklich sehr okay, da habe ich mir ehrlich gesagt, das habe ich mir gar nicht erwartet. Und hier geht's dann mal Richtung Führung. Nein, aber ja, wir sind auf einem soliden zweiten Platz aktuell, es sind 3 Sekunden Gap zum Rückmann und ja, ich glaube, dass wir zu Leclerc noch ein bisschen mehr verloren haben jetzt, also es sind ja schon über 7 Sekunden oder über 6 Sekunden müsste es jetzt schon mal sein. Also ich glaube mal, dass wir gegen Leclerc da ordentlich verloren haben, ist aber ehrlich gesagt jetzt nicht so schlimm. Also da kann ich ehrlich gesagt gut damit leben, dass Leclerc da, ja, er hat auch kaum irgendwie Verkehr oder musste irgendwie mit uns kämpfen. Da muss ich echt sagen, das ist strong von ihm. Jetzt waren alle in der Box mittlerweile, nein, waren sie nicht. Magnussen, unschwer zu erkennen, war nicht und auch vor Leclerc. Während dann Alpha herum und auch ein Red Bull, die beide noch nicht drinnen waren. Der Red Bull, glaube ich, ist Perez. Der ist aber auch weit weg. Also vielleicht wird er da was anderes von der Strategie her. Kann ich nicht sagen. Kann ich ehrlich gesagt euch nicht sagen. Aber was ich euch sagen kann, ist, wir sind jetzt an Kevin Magnussen dran. Und jetzt hier rechts und links geht's vorbei. Die Reifen sind 11 Runden halt, also die sind down. Aber wie wir Magnussen kennen, hält er auch hier drauf. Da können wir aber easy vorbeigehen. Es ist einfach ein zu großer Reifenunterschied, um hier irgendwas noch ausrichten zu können. Jetzt geht's aber mal los. Jetzt sehen wir mal, die Hosen werden runtergelassen. Denn Yuki ist jetzt auch drin. Und das sind 17 Sekunden zu Perez. Aber nur 7,5 zu Leclerc. Also viel mehr Zeit haben wir ehrlich gesagt nicht verloren. Wir fahren auch schon konstant. Immer auf die 3 Sekunden Vorsprung. Ja, immer so 2,8, 3,2 oder so in so einem Zeitraum. Piastri auf den 5. Platz, das wäre mal eine Überraschung, aber ich denke mal, da wird eher noch Perez hinkommen. Also zwischen Russell und Piastri wird sich noch Perez einreihen. Und vielleicht schafft er da noch was, aber es schaut halt wirklich so aus, als ob Perez da jetzt stetig verlieren wird. Ob sich das ausgehen wird, weiß ich nicht. Und es ist sich nicht ausgegangen, denn jetzt ist auf einmal Verstappen und Sainz auf 4 und 5. Und ja, Russell hat allmählich aufgeholt, die gelben Reifen. Ja, die sind noch gut, aber die Pace ist halt wirklich einfach von den anderen viel, viel besser. Und das ist gelb in Turn 1. Und meine Gebete ist jetzt wirklich Safety Car, bitte Safety Car, bitte Safety Car, bitte VSC, bitte Red Flag, bitte irgendwas. Und werden die Gebete, und es wird erhört, Leute, es gibt Safety Car. Und das könnte heute wirklich noch ein Game Changer werden. Das verspreche ich euch, denn das Safety Car, der Bernd, der rettet mir wirklich den Tag. Es wäre so ein hartes Rennen noch geworden. Natürlich verliere ich jetzt auch die Gap zu Russell. Das darf ich nicht vergessen. Aber wir gewinnen auch den kompletten zweiten Stint. Ich meine, das wäre sowieso knapp geworden bei 11 Runden noch mit dem einen Satz oder 12 Runden. Da hat er abgestellt, mitten auf der Straße. Also das ist wirklich ganz gefährlich. Und wir gewinnen da wirklich den kompletten 2 Runden, also mindestens jetzt mal die eine Delta-Zeit und dann die eine Delta-Runde und dann noch 2 Runden. Also 3 Runden sind da safe drin, also haben wir zum Schluss nur noch 3 Runden, mit denen ich dann pushen kann. Meine kurzfristige Überlegung wäre auch gewesen, in die Box zu kommen, aber nein, Bernd biegt jetzt ab. Nein, biegt er nicht, aber da gibt es eine Hardcore frühen Bremser von Leclerc, ähnlich wie von Verstappen in Sandford. Aber ja, ich meine, Gott sei Dank gab es jetzt auch keine Strafe oder so.
bin mir auch gar nicht sicher, ob es die Berührung gab. Es war nur ganz, ganz knapp, wie wir hier dran gestoßen sind. Und ja, wir fahren hier mal ein bisschen hinter Bernti nach, der sich's hier ja gemütlich gemacht hat. Im schönen Mercedes, der rote GT, der ist echt geil. Und let's go, Restart, wir kommen besser weg als Charles Leclerc, der hält hier außen noch einmal drauf, Platz lassen und jetzt geht's in die Schneckenkurve, da haben wir einfach die besseren Karten und wir haben, nein, nicht nur zwei, nicht nur drei, sondern sogar noch vier letzte Runden und die hinten zu halten, das wird echt schwierig werden, denn in drei Runden vermutlich, also insgesamt drei Runden wird Leclerc dann DRS-Hilfe bekommen und ich eben nicht, ich musste wirklich noch ein bisschen einen Trick herausfinden, um da eventuell noch was zu reißen. Gucken wir uns mal die Replay an. Und hier haben wir diesen Zwischenfall mit Charles Leclerc in der letzten Kurve. Der hat da sehr früh gebremst. Ich muss wirklich sagen, Gott sei Dank gab es da keinen Schaden. Und jetzt sieht man sogar diese Boosterblumen. Sehr, sehr geil, oder? Sehr, sehr geil. Und Sekunde 16, es ist wirklich eng hier. Während dem Safety Car, da hat Leclerc die Pace vorgegeben. Und ich wollte da wirklich um jeden Preis nah dranbleiben. Da ist auch Bernd abgebogen und die letzte Kurve wirklich ordentlich erwischt. Im Windschatten saugen wir uns da in Richtung Startziel Turn 1 an. Da zupfen wir raus, weil wir wirklich einen absolut kranken Restart hatten. Auch nicht irgendwie mit den gelben Flaggen zu früh überholt. Das war wirklich, glaube ich, ein Masterpiece. 19. Runde, wir konnten ihn in der DRS-freien Runde hinten halten. Und ja, ich glaube, es wird dann wirklich nur Sainz werden, der uns hier schwer machen wird. Vielleicht probiere ich jetzt hier mal was aus. Ich werde nämlich neben die Strecke gehen, abbremsen, ihn vorbeilassen. Es ist riskant, auf jeden Fall. Aber ich sehe das wirklich als einzige Chance. Das waren 3/10, die da hinten war. Und ich sehe das jetzt wirklich als Chance, wenn ich diese Schneckenkurve halbwegs gut nächstet habe, habe ich wirklich ewig DRS. Und auch ES konnte ich mir ein bisschen absparen und das sehe ich wirklich als einzige Möglichkeit, noch einmal irgendwie vorbeizukommen, die Führung hier zu wagen. Schauen wir mal, macht ihr auch solche DRS-Spielchen wie Verstappen ernst? Jetzt geht das DRS on, ES habe ich auch noch mehr als genug und es reicht da tatsächlich. Der zupft raus und wir können hier na, zumindest mal nebeneinander, aber außen vorbeigehen. Und jetzt geht es dann tatsächlich in die letzte Runde. Wir führen hier noch immer noch den großen Preis von China an. Das wäre mal was. Das wäre wirklich was, dass wir hier das behalten. Ich muss halt ein bisschen ES aufsparen, um auf der langen Geraden nachher was zu haben. Mache ich den Trick nochmal? Vermutlich nicht, weil es einfach zu heikel war. Sainz ist vorbeigegangen und ich habe den Trick noch einmal gemacht. Jetzt aber mit DRS-Hilfe und viel Windschatten und eine andere Perspektive. Jetzt wird es aber nochmal knapp. Carlos Sainz kommt hier neben uns, zeigt nochmal seinen Flügel. Ich kann die letzte Kurve nicht komplett ausfahren, aber er will außen dranbleiben und das funktioniert dann halt einfach nicht. Hier ist die dritte Flagge und wir gewinnen den großen Preis von China hier in Shanghai. Das Comeback bei der Ferrari vorbei. Ab zur Siegerehrung, wo wir ganz oben stehen werden. Fabrik wird man sich freuen. Das war ein tolles Rennen und eine großartige Teamleistung, die hier in Shanghai zum Sieg geführt hat. Stefan, was haben Sie im heutigen Rennen besser gemacht als die anderen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Sie mussten bei diesem extrem schwierigen Rennen bis ans Limit gehen. Ja, das Ergebnis. Wir nehmen die 26 Punkte mit.
Eher ein schwächeres Ergebnis von Lando, nimmt auch 2 Punkte mit, ist aber auch nur von 12 gestartet. Und das war wirklich unfassbar, also wirklich geiles, geiles Rennen. Und ich muss echt sagen, danke Safety Car, danke Bernd Mailänder, sonst wären wir nicht auf dem Siegertreppchen gelandet. Wir sind auch nur 6 Punkte hinter Sainz und Punkte gleich mit Leclerc. Also diese Season könnte noch eine richtig interessante, ja, einen richtig interessanten Fight könnte es da noch geben. Leclerc ist unser Rivale und wir konnten ihn heute auch das erste Mal ein bisschen in Schach halten. Es wird trotzdem eine harte Season, jetzt kommen noch Rennen, wo auch unser Auto vermutlich nicht so gut sein wird. Aserbaidschan wird Hardcore, Ungarn wird Hardcore. Es wird aber noch Strecken geben wie Zandvoort, was echt schwierig wird, auch Silverstone. Also es wird nicht alles rosig sein. Dennoch nehmen wir jetzt 100k plus mit keinen Schaden bei beiden Autos und wir haben 20 Millionen. Aber damit würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Für heute war es das mal. Wir gehen noch einmal hier in dieses Fahrerlager rein. Und ja, da werden wir können noch kaum mehr was upgraden. Wir müssen, wie gesagt, mehr bezahlen, um Sachen upgraden zu können. Es ist nur noch in Strapazierfähigkeit was drinnen. Und das war's dann leider schon. Aber ja, mal schauen, vielleicht ein bisschen Geld ausgeben in der Aerodynamik, aber das ist alles so verdammt teuer. Einmal irgendwo zusammenkneifen und dann mal 5 Mille raushauen, das ist dann wirklich sehr, sehr schwierig. Für heute war es das aber mal. Hier noch einmal ein bisschen diese Tagesziele, einen Tag haben wir dann mal halt frei vor dem nächsten Grand Prix in Aserbaidschan. Abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst auch gerne ein Däumchen oben da, falls euch mein Content hier auf YouTube gefällt. Würde ich mich auch gerne freuen, dass ihr auf Social Media vorbeischaut. IT-Gaming auf Instagram, aber auch gerne auf It's-Tobi auf TikTok. Links immer alle hinten in der Bio. Und ich muss mich echt bedanken für euren Support in letzter Zeit. Danke, danke, danke. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao.